Offizielle Shirts sind noch für kurze Zeit erhältlich. Link ist in der Beschreibung. Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamNG Drive. GTA 5 Endless Video war und wir sind heute unterwegs. Mal wieder mit dem California Highway Patrol Pack und zwar sind wir unterwegs im 2015er Dodge. Wow. Mal sehen, heute gehe ich viel Zeit. Chevy Tahoe, ne? Ja, nee, ist kein Suburban. Im 2015er Chevy Tahoe. Und wir wollen mal gucken, was uns denn heute so auf der Patrouille erwartet. Standardpatrouille, amerikanische Polizeiwagen, da ist Donnerstag ist. Denkt dran, Deutsche nur Mittwochs, Freitags und Sonntags, genau. Da vorne haben wir schon mal das erste Fahrzeug. Ich denke, wir wollen uns als Sicherheit mal Luft. Die erste Sport Unit, ich weiß nicht, ob die Unit uns hilft. Nee. Ich habe wieder einige Plugins zurück reingepackt, das heißt, sollte wieder besser laufen. Beziehungsweise, wir sollten mehr Funktionen haben. Und, ja, warten Sie kurz zurück. Genau, denkt dran, wenn ihr T-Shirts haben wollt, gibt es noch für wenige Tage die offiziellen GCD. Was macht der? Okay, Zentrale, wir sind jetzt Offroad. Wow, okay, ich glaube, wir greifen zu. Wow, okay, er fährt doch noch weiter. Oder sie? Ist das eine ältere Frau? Nee, ist eine junge Frau. Okay, die offiziellen GCG-T-Shirts gibt es noch für kurze Zeit. Link ist direkt unten in der Beschreibung. Müsst nicht mal das schließen. Könnt direkt, müsst nicht mal Beschreibung öffnen. Jetzt machen wir ein Peer-Team-Manöver. Einfach nur kurz das Vollbild ausmachen, dann seht ihr schon direkt unter dem Video den ersten Link. So, der ist auf jeden Fall ziemlich hartnäckig. Es ist aber gut, dass wir hier die Scheinwerfer vom Hubschrauber haben. Das hilft uns ganz schön, das zu sehen. Aber wir müssen hier rangieren zwischen den Steinen. Komm. So, aber juckt so gar nicht. Oh, aber jetzt haben wir wieder einen Unfall. Jetzt komm, jetzt haben wir die doch bestimmt, oder? Komm, 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 ja. Okay, ja, Zielsteig aus, Zentrale. So, Hände hoch. California Highway Patrol, runter auf den Boden. So. Okay, Zentrale, Ziel ist in Gewahrsam, Encino Road. Danke für die Hilfe, Leute. Allison Jackson. Allison, setzt sich mal wieder hin. Und Zentrale, wir bräuchten einmal eine Einheit, die Allison Jackson abholt. Wir haben nur immer noch nicht da einen Tow-Truck. Ich weiß nicht warum. Keine Abschleppwagen. So, wir steigen mal wieder ein und machen so den aus. Die ist ja ganz schön laut. Was ich kurz gucken will, haben wir irgendwie coolere Patterns? Wartet. Ja, nein, das war falsch. Nein, das war falsch. Das war falsch. Warte, das war's. Nein. Ich will kurz gucken, ob wir coole Patterns haben. Nein. Gib mir kurz. Ich find's noch raus, wie das ging. Nein. Das kann doch nicht so schwer sein, mir ist blöd. Nein. I. Ah, doch, es ist U, aber wir können es nicht ändern bei dem. So, der versucht da verzweifelt hinzukommen. So, wir wollen uns hier aber mal durchhauen. Ach, schön. Aber ich mag einen Suburban. So, und da haben wir das hier. Wir sollten vielleicht unser Licht einschalten. Aber wir haben eine schöne Spiegelung. Und dann sind wir zurück auf dem Weg. Nachdem wir die erste Verfolgungsjagd wunderbar überlebt haben. Ja, überlebt. War sehr gefährlich. Suspicious Activity. Nein. So, Geister Call hat auch nicht. Ist ganz lustig eine Zeit lang. Aber irgendwann. So, aber die haben sich schon mal aufgenommen. Das ist gut. Wir wollen hier mal links abbiegen, bevor der Wagen da hinten kommt. Schon wieder so ein bisschen Papagei. Und hier sieht es soweit ganz entspannt aus. Es gibt viel zu häufig diesen ATM. So, aber hier sieht's gut aus, ne? Ich mag den EMB. Also die Visual 5 ist das für die, die es wissen wollen. Oh Gott, wie interessanterweise beleuchtet ist das Meer, obwohl wir weit davor sind. Aber naja. Okay, wir haben eine gesuchte Person als Fahrzeug, in dem die gesuchte Person meistens drin sitzt. Okay, du biegst ab, du kannst auch blinken, du Arsch. So, okay, da. Versuchter Mord. Okay, und da haben wir auch schon einen Auffahrunfall. Das Gute ist, deswegen können wir sie anhalten. Wegen rücksichtslosen Fahren. So, okay, Zentrale, wir halten das Fahrzeug an südlich auf der US-Bahn bei der Barbino Road. So, weißt du was? Du kommst mal bitte nach rechts rüber. Perfekt. So, wir haben zwei Personen drin, oder? Haben wir zwei? Ja, wir haben zwei Personen. Haben wir Backup, ist die Frage.
Nein, haben wir nicht. Ich will keine. So, die Lichter machen nur an, dass die schön nach links gehen. So, wir steigen mal aus. Also ich fühle mich echt nicht sehr wohl mit denen. Bist du mal bereit, zur Waffe zu greifen? So, schönen guten Tag, Ma'am. Kann ich bitte einmal Ihren Ausweis sehen? Sind nämlich sehr komisch selten gefahren. Sir, Sir, bleiben Sie! Okay, Sir. Wow, fuck, ich bin getestet. Okay. Wir wurden angegriffen, wir wurden angegriffen. So, oh, scheiße. Fuck, was hat er gemacht? Und er hat ein Feuer gesetzt in unser Fahrzeug. Fuck. So. Okay, wir nehmen unsere Pistole raus. Fuck, und unser Wagen brennt. Oh, scheiße. Okay. So, ich kipp. Ah, ich brauche einen Wagen, 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 ich brauche einen Wagen. Gib mir einen scheiß Wagen. Okay, du. Nein. Ey. So. So, raus dem Fahrzeug. Okay, ich sollte vielleicht nicht das mit der Waffe machen. Haben sie echt alle bekommen? Sind die echt... Holy shit. Da kommt die Feuerwehr. Da sind noch mehr Units hinten. Sieht das geil aus mit den Lichtungen. Was war der aus? So. Fahren die mal hin. Okay. Schießt noch jemanden. Wir ziehen ihn mal rum. Wisst ihr was? Bleiben wir in dem? Na komm, bleiben wir in dem. Mustang ist immer geil. Können halt eben jetzt keinen Call-Off machen mit Joy-Man und The Influence, weil wir die Fahrzeuge nicht anhalten können. Aber können trotzdem coole Sachen machen. Nein. Nein. Na, ja, Domestic Disturbance. So, Possible Shots fired. So, wir wollen einmal durch. So, wir haben, okay, Zentrale sind vor Ort. Bei der... Wir haben eine Waffe, Zentrale, also wir haben eine Person, die... Okay, wir holen uns mal eine Waffe, richtige Waffe raus. Hier wird eine Person mit einer Waffe bedroht, direkt auf dem Highway. Bewaffnete Person steht in südlicher Richtung. Bewaffnete Person in südlicher Richtung, wir versuchen einzugreifen. Okay, wir wollen uns mal vielleicht eine höhere Position suchen. Dass der uns vielleicht nicht sofort sieht. Kommen wir da hoch? Komm. Okay, nein, da kommen wir nicht hoch. Scheiße. Oh, nicht fallen. Okay, wir haben von hier... Haben wir eine schlechte Position. Scheiße. Ich denke, wir werden den Schuss setzen. Wir holen uns gleich Backup. Aber wollen bereits einen Schuss setzen. Das ist ein ziemlich weiter Schuss, aber naja. So, da haben wir Units. Und wir gucken, was er macht. Wir könnten vielleicht... Okay. Wisst ihr was? Wir setzen den Schuss. So, wir werden schießen. So, Ziel am Boden, Zentrale, Ziel am Boden. Okay, jetzt habe ich ja. Okay, wisst ihr was? Ja. Eins. So. Okay. So, jetzt haben wir einen neuen Wagen. Keine Ahnung, und der stammt da plötzlich an, weil ich weiß echt. Ich habe echt gar keine Ahnung, wie der hinkommt. Nö. So, LA County Sheriff's Department, California Watch, ist ja fast das gleiche. Gut. Aber auf jeden Fall, MPR-Rate, Non-Drug Runners, internationaler Drogenhandel. Aber welcher der Wagen ist es? Der Bison, ne? Ne, der. So, mein Lieber, dann halten wir mal da vorne an. So. Einmal rüber mit dir. So, genau, da stehst du wunderbar. Zentrale sind hinter den gesuchten Personen. Wir steigen aus, wir haben eine Person. Genau, deswegen wollte ich auch eben Backup haben, weil das eben schief gegangen ist. Bitte, hau nicht ab. So, okay. Schönen Tag, Sie sind mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren und haben eine... sind ziemlich dicht hinten auf... Sir? Boah! Nein, ich glaub's nicht. Au! Okay, das war's. Ich hol kein Backup, nee. Das mache ich jetzt so. So. Das mache ich so. Wenn du meinst, du musst mich auch tasern, dann wird das ganz böse für dich ausgehen. Gehen wir auch nicht in die Zentrale durch, dass wir in der Verfolgungsjagd sind. Machen wir anders. Sorry. Aber du hast mich kommen sehen. So rum. Komm schon, den müssen wir einfach kriegen können. Ist doch nicht so... Oh, ich liebe die Lichter.
Kann doch nicht so schwer sein. So, weißt du was, mein Lieber? Wir machen ein PAT-Manöver. So. Okay, Ziel ist... Nee, Ziel fährt nicht weiter. So. Okay. Oh! Holy. Shit. Okay, ich glaube, das Ziel ist am Boden. Was ist hier am Boden? Jetzt auf jeden Fall. So. Haben wir eine Waffe da? Ja. Okay, Zentrale, wo ich ein Backup Units wurden von der beim. Was soll das? Wir wurden beim Traffic Stop von der Person angegriffen. Shots fired, Ziel am Boden, wiederholte Ziel am Boden. Da haben wir die Backup Units. Wow. Fand ich nicht selber um. So, Ziel ist am Boden, Ziel tot. Holen wir den mal raus. So, ja, der ist tot. So, wir gehen mal. Beenden mal den Fall. Es ist vor Gericht, aber das ist hier sowieso nicht entscheidend, weil der ist tot. So, keine Beweise, jup, klar. Brad Kingsley ist gestorben. Zwei Beweise hätten wir gehabt, aber die brauchen wir nicht, wenn er tot ist, also. Gut. Schade, aber wer mich so feige angreift, verdient es nicht anders, vor allem weil die eben entkommen sind. So, das heißt, wir wollen zurück ansteigen in dich. In den Wagen, in dich. Oh Gott. So. Gut. Interessante Folge. Sehr interessante Folge bisher. Sieht so geil aus mit den Lichtern. Gut, wisst ihr was? Wir fangen gleich mal links. So, oder wir holten dich an. So, mein Lieber. Okay, was fährt er da zusammen? Der ist betrunken oder so. Okay, Zentrale, wir haben eine Fahrzeug gestoppt. Schwarze Berade bei uns liegt über Nero Road. Weißt du was, du fährst noch mal ein bisschen weiter links rüber, weil du stehst ziemlich blöd auf der Straße. Nicht da rein! Geht noch. Geht noch, das heißt, zu uns zurück kann er jetzt nicht mehr. So, okay. Wollen wir mal. Zentrale bräuchte mal einen Playcheck. Oh. Schwarze Plätzchenzeichen 6-1 Oktober, Oktober, Foxtrot 202. Gehen wir auf der anderen Seite. 6-1 Ocean Freight 2 Bison. Okay. Alles gut soweit. Hat zwei Strafzettel schon mal bekommen. So, schönen guten Tag, Sir. Sie sind. Einerseits haben sie mir die Vorfahrt genommen, und andererseits sind sie dann auf der Gegenspur und so weiter gefahren. Kann ich bitte einmal einen Ausweis sehen? Mal sehen, ob das der Reese ist. Reese Roger, okay. Ich habe ein paar Fragen. Sie haben, haben Sie irgendwie was getrunken, Sir? Nur ein Bier, okay. Also welche Drogen genommen? Am HSL, okay dann. Aber ich bedanke mich, dass Sie ehrlich sind. Bitte steigen Sie aus, fallen Sie nicht runter. Genau, einmal aussteigen, Sir. Und dann. Warte, ich muss mich hier noch. Ah, einmal durchquetschen. So, perfekt. Ich bitte Sie jetzt nicht runterzufallen. Dann muss ich Sie aber. Da ist ein Abgrund. Wow, Sir. Sir. Okay. Nicht mich schubsen. Sir. Okay, nun lieber unseren Taser aus. Sir. Oh, fuck. Oh, was haben die heute gegen alle? Okay, Zentrale. Warum blutet der so hart? Wir bräuchten auf jeden Fall einen Krankenwagen. Sie hat uns angegriffen, Jule. Sie hat uns angegriffen. Ziel am Boden. Hi, mein Gott, das geht ganz schön ab. Das geht ganz schön ab. Da soll man länger als einen Tag überleben. Da kommt der Krankenwagen. Aber wisst ihr was, wir bleiben hier. Sperren die Straße ab. So, denn wir wollen mal dafür sorgen, dass wenn der weiterlebt, der dann doch ins Gefängnis kommt. So. Okay, schaffen Sie das? Wie sieht's aus, Sir? Dann guckt noch. Kommen Sie, schaffen das. Okay, ist tot, schade. Ich habe ihn nur einmal geschlagen. Mit dem Taser auch noch. So hart sind die auch nicht. Naja.
Wir wollen hier zurück rauf. Gut. Lichter aus, Sirene aus, weiter geht's. Okay. Schon mal. Also eine echt interessante Folge, gebe ich zu. Missing Reported Prowler. Call-out Message Missing hört sich nie gut an. Deswegen werde ich es nicht annehmen. Damit will ich nicht, will, dass irgendwas crasht. So, West Winewood. Okay. So, wir wollen mal gucken, ob hier alles knapp ist. Wir fahren einfach. Guck, wir haben jemanden blockiert. So, aber wir haben Fahrzeug gestohlen. In Schumasch, direkt hinter uns wieder. Jetzt gerade brauche ich eine Local Support Unit, die uns hilft. Das Fahrzeug ist am Strand. Wir haben eine andere Unit schon vor Ort. Aber zieh dir um. Okay, aber nochmal rum. So, komm schon. Und jetzt machen wir den gleichen Weg, den der eben genommen hat. Und wir sind wieder zurück am... Oh, fuck, Strand. Oh, au, oh, okay. Das war auch eben für ihn keine gute Idee. Warum machen wir das? Komm, rum, 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 rum. Ach, danke, Krabben, dass die uns helfen. So, wir haben einen Sub-Urban, der uns hilft. So, Zentrale dürfen wir im PRT-Manöver ausführen. Okay. So, probieren wir nochmal. Zentrale dürfen wir im PRT-Manöver ausführen auf das Ziel. Okay, ja, wir dürfen. So, hier rechts rum den Stein natürlich ausweichen. Die steht immer noch da, die fragen sich echt, was wahrscheinlich los ist. Oh, ich habe Angst, dass der uns reindrängt. Okay, und jetzt macht links kommen eine scharfe. Oh Gott. Das war eine harte Kollision. So. Oh nein, nein. Komm schon, zugreifen, 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 zugreifen. So, zwei Ziele. Ein Ziel zu Fuß, ein Ziel zu Fuß. So, komm schon. So, ein Ziel in Gewahrsam. Zweites Ziel auch in Gewahrsam. Zwei Ziele in Gewahrsam. Ich frage mich, warum SWAT dabei ist. Ist die Frage, ob... Ja, vielleicht hatten die gerade da irgendwie an einem der Häuser. Hm, muss ja nicht gleich den Sand in den Kopf stecken. Den Kopf in den Sand stecken, ne? Was steht hier? Weil Sand... Den Kopf war im Sand. Also, ne? Brauche ich eine Bäcker... eine Unit, die mal abholt. Vielleicht hat das SWAT-Team hier gerade irgendwie einen Einsatz. Und ist dann direkt danach einfach zu uns. Hat damit gemacht. Steigt nicht bei uns ein. Wag es nicht, bei uns einzusteigen. Nicht einsteigen bei uns. Muss ich dich umhauen dafür, damit du das merkst. Da kommt die andere Unit. Ach, fast nur rübergefahren. Nicht einsteigen bei uns. Aus. Ich glaube, wir müssen bald mal wieder eine realistische Folge machen, oder? So. Gut, Lichter aus. Und wir fahren hier einfach mal den Strand weiter entlang. Oh, ein Callout können wir noch machen, denke ich. Oh, warum spawnst du hier vor uns? Achso, du willst Herrn Miles abholen. Hier, hol dir Herrn Miles. So, perfekt. Danke fürs Zumachen der Tür. So, und da haben wir noch Drone Drug Runners. Ah, guckt euch den Blick an. Guckt euch den Blick an, das ist nicht schick. Ah, oh. Schön aufpassen. Oh, da wisst ihr was, wir überprüfen die mal. Ob hier alles okay ist. So. So, schönen guten Tag, Diane. Ich will nur gucken, ob sie vielleicht, ob sie keine Drogen dabei. Okay, gut. Entspannt euch. Leute, ich will euch nicht den Abend versäumen. Sir? Sir? Sir, was soll. Sir? Letzte Warnung, ich greife gleich zur Waffe. Sir? Sir? Fuck, 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 fuck. Sir, letzte. Verdammt, scheiße. Stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Fuck. Ah, scheiße, er schlägt mich. Ziel am Boden, Zentrale. Wir haben jetzt hier am Boden. Ich wollte nur gucken, ob ihr scheiß Drogen dabei habt, die Idioten. Ah, okay. Wisst ihr was? Ich glaube, wir machen hier lieber Ende. Wir genießen noch einmal den Blick nach hinten. Und dann... Aber ich muss hier eh... Ja, Gerichtsmedizin und alle müssen hier kommen. Machen wir Lichter an. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, TCG. Ciao.